Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Sims 4. Und es geht weiter, wir sind noch im Gespräch mit Jack. Jetzt habe ich ja doch schon ein paar Leute kennengelernt und das ist ja auch wichtig. Da draußen rum. Ist das Daryl? Ja. Hier sind auf jeden Fall schon einige Sims des Nächtens unterwegs. So, nur nicht, also wirklich nur hier platonisch. Madame, nicht, dass dann denkst du, sie da eifersüchtig wird. Das wäre nämlich echt uncool. Da hätte ich jetzt keine Lust drauf. Schauen wir mal, was hier noch so, wer so noch so rumrennt. Nicht viele. Shabini. Abby ist da drüben noch. Hey Abby. Shamagra. Sublur Faroda. Ruhana. Was ist das? Sistun Turret. Kenn ich nicht. Oh. Don Lothario. Oh Gott. Weil ich mich erinnern kann, war Don Lothario immer ein Weiberhead. Wogrichog, Siwakimba? Warba, Pator. Abimi Shrozy. Ich hab mich schon mit deiner Frau recht nett unterhalten. Freundin, check. Frau ist ja noch nicht. Droba. Mich aber auch noch hier mit Dingens unterhalten, ein bisschen. Tag, Tag! Gott, sind hier viele Leute. What's up? Rennt hier rum. Das ist nicht die Tussi, die mir die Rechnung gebracht hat. Die kann auch gerne wegbleiben. Muss ich nicht unbedingt haben. Bist du für ein Schnösel? Macht mich der Schnösel hier gerade an? Ich glaube, der Schnösel steht auf dich, der Schwarz-Typi. Muss ich aufpassen. Ich will nicht mit dir Schnösel reden, du Schnösel. Ja, ja. Pinkeln muss ich aber nicht. Hm. Sogar wieder munter. Wollt ihr mittanzen? Tanzen einladen. Check zum Tanzen einladen. Mit dir will ich nicht tanzen, Schnösel Joe. Eingebildeter Affe. Aber Abby, du hast dich heute schon wieder volle Knecke aufgedonnert, ey. Halleluja. Musik kann man ja hier nicht umstellen, ne? Schade. Ja, viele Leute sind hier nicht. Also nicht mehr. Auch alle pennen gehen müssen. Das beim Pferdeschwänzchen Joe. Das lassen wir mal. Wir sind nämlich noch nicht gut im Klavier. Was ist das? Kenne ich auch noch nicht. Hier sind aber nur alte Säcke unterwegs, ne? Oder halt Typen, die schon verheiratet sind. Was mir heute mal wieder gar nichts bringt. Weil ich nicht vorhabe, mit einem Verheirateten irgendwas anzufangen. Aber hier wohnt auch noch jemand Neues, den wir noch nicht besucht haben. Hm.
gehen wir mal hier ins Fitnessstudio. Letztes Mal haben wir ja sehr viele Leute im Fitnessstudio getroffen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht pennen die aber auch schon alle. Das kann natürlich auch sein. Aber man kann ja mal sein Glück versuchen. Bella Grusel rennt ja hier meistens so hier rum. Weil gerade sieht es nicht so aus, als wenn hier überhaupt irgendjemand wäre. Könnte man ein bisschen boxen. Hier ist kein Mensch. Wir sind komplett allein. Mach mal nächtliches Boxen. Stell euch jetzt die Rocky-Musik vor. Da, da, da. Da, da, da. Okay, das ist blöd. Lass uns mal hier laufen. Jetzt haben wir da noch so fette Armmuckis kriegen und aussehen wie Herkules oder so. Bist du ein Trainer? Levelaufstieg. Woo, Fitness. Mit diesen blöden Pinnwand-Einträge. Frag mich, ob ich die auch irgendwie deaktivieren kann. Ja, ein bisschen sicherer läuft es ja jetzt schon. Lernen wir wieder nebenbei kochen. Der Schnitzelmann will mich unterrichten. Der stinkt. Du alter Miefel, Joe. Lass mich bloß in Ruhe. Ich gehe nach Hause. Miffy, man. Du stinkst. Im wahrsten Sinne des Wortes stinkst du. Hast voll die grüne Wolke um dich rum, du ekel Joe. Mäh. Dann kommt der nur her und will mich andingensen. So, hi, ich bin der Stinky Man. Kann ich dich unterrichten? So, nein, danke. Wo rennt die denn hin? Ans Ende von der Karte. Toll. So. Taxi wäre natürlich schon nicht schlecht, ne? Das wird nie was. Wir lernen nie einen vernünftigen Mann hier kennen im Spiel. Ja, die Putze war angeblich da, während ich nicht da war. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Kann man das noch essen? 9 Stunden noch. Gut, dann esse ich das jetzt. Danach gehe ich pee, duschen. Und dann kannst du auch noch ein bisschen pennen. Dass ich so ein Mucki-Vibe werde. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Ach so, 24 Stunden Wachhalten. Okay, cool. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung, was die gesoffen hat. Vielleicht hat sie sich einen Kaffee oder so geholt. Dafür war es ein bisschen munter auf jeden Fall. Ist ja auch nicht schlecht. Das Essen ist immer noch da. Kann ich jetzt das noch fertig essen? Ja. So, man muss jetzt aber in 3 Stunden. Okay, das ist ja schon mal soweit. Okay, wir sind wieder im grünen Bereich. Was rennt denn hier für eine rum? Oh. Wow, what the Frisur. Ah, das ist ja Alexander Grusel. Den möchte ich begrüßen. Los, begrüß Alexander Grusel.
eine Schreckschlau. Ah, nein, 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 nein. Grusel, Joe, bleib doch mal da. Was rennen denn hier ein Haufen Kinder rum? Olivia. Dingens. So, so. Oh, die hat aber eine Pisslaune, wie die guckt. Was ist das? James Bond Junior? Was ist das? Blabla, Langra. Wo rennt ihr denn alle hin? Ich will mit euch spielen. Was ist das? Glockenblumenstrauch. Der sieht vielleicht das mit seiner Sonnenbrille. Ein AK-Gör. Eindeutig ein AK-Kind. Ich hab doch da letztes Mal irgendwas noch gesehen. Da hat auch noch was geblinkt, oder? Das ist Bella, oder? Nee. Alter Knacker. Dachte, ich habe hier noch irgendwas gesehen gehabt. Vielleicht findet man noch mal einen Edelstein. Ach stimmt, da hinten blinkt es noch. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach, da hinten. Was haben wir gefunden? Nix. Eine Schatzkarte. Wofür soll die sein? Auch ein Pilz. Gibt's ja sonst nicht wirklich was. Oder? Herumspionieren. Ah, ist das ein öffentlicher Garten? Ist ja auch nicht schlecht. Noch gar nicht gesehen. Eine Omi kommt hier an. Die Gärtner hat hier wahrscheinlich. Umsehen hier. Pilz. Ah, die pflegt den Garten. Verstehe. Auch nicht schlecht. Da rennt schon wieder jemand rum. Gibt's ja auch irgendwas Interessantes. Ah, hier ist nochmal so ein Ding. Schatzgraben. Ich muss aber in 12 Minuten in die Arbeit. Das ist voll für den Arsch. Beeil dich. Ausgegraben. Muss ich jetzt erst nach Hause rennen, um dann in die Arbeit zu rennen? Nö. Upsi. Hui. Kann ich auf das Inventar zugreifen? So ein Scheiß. Das war jetzt die Schatzkarte, dass ich da hinten an... Oh, oh. Nein. Oh, die hat echt miese Laune. Ich kann sogar Stinknudeln essen. Also, Abby. Ernsthaft. Ganz zu Hause. Duschi, duschi, duschi. Und wir sind Zeitraffer. Noch ein bisschen was schaffen hier. So, mal kurz vorgesprungen, dass er happy ist. Sonst ätzend, dass man hier nie was machen kann. Sonst kommen wir ja nie zu was. Jetzt besuchen wir aber einfach mal den Herrn. Mal gucken, ob der zu Hause ist.
Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass ein sehr mysteriöser neuer Junggeselle in die Nachbarschaft gezogen sein soll, der wohl nicht viel unter die Leute geht bisher. Und man munkelt, dass er eventuell in der Geheimagenten oder halt mehr oder weniger als Agent der Königin unterwegs oder tätig ist. Und jetzt gucken wir dann einfach mal den jungen Mann an. Vielleicht redet er mit uns. Wow, what the... was eine Riesenhütte. Okay. Arm ist er auf jeden Fall nicht. Wenn er vielleicht jetzt noch mit uns reden würde, anstatt zu pinkeln. Lass ihn erstmal die Hände waschen. Ich will ihm jetzt nicht unbedingt ins Klo rein folgen und die erste Unterhaltung im Klo führen. Das wäre ein bisschen... So, jetzt... Stellen wir uns ihn mal vor. Sie rennt gerade energiegeladen, selbstsicher. Hallöchen. Seraphy. Wieso kannst du da schon nicht hin? Dag, Dag. Ach, jetzt geht's. Penny Rujenga. Habani. Burbachalif. Ispaniba Whelm. Pator. Ich wollte jetzt eigentlich kein Schach mit dir spielen, cool. Aber... So, so. Thibaut. Ganeer. Pruba. Orphan. Kabura. Obisha. Fribono. Weasel Bebeed. Dimba Lanoib. Wogra. Was haben wir denn hier noch? Oder? Warba. Gotha. Who's set? Yes. Aha. Er ist ein Genie, okay. Yalik, Varobi, Muma. Oh, Moosh Bepso. Ah. Doba Harkin. Oh. Narfa. Ah. Shibes. Was haben wir denn hier? Oh. Kaba Dizi Inja. Oh, ho, ho, ho. Wadisa. Ibiha Shinisi, Miss Blima. Gwen J. Abimo? Ah, Brihe Ganeb Benu. Nilsi. Sharuste Halkay. The North Save Panda. Schauen wir mal, ob er Musik auch mag. Oh, nee! Oh, er mag Musik. Das ist schon mal gut. Orphan. Kabura. Slufa Warmba. Stern Zerpa Nuch. Swande Shwema. Benarp Shelf. Was haben wir denn hier noch? Nabuna Shorbeck, born a cave. Gorba. Yibs. Reden wir mal über Musik. Fumu, Watso, Watso, Fish, Yamuho. Hat sich doch schon mal gelohnt, den jungen Mann zu besuchen. Vor allen Dingen, ein Riesenhaus. Das könnte ja eine potenzielle neue Bleibe für uns werden irgendwann, ne? Zwinker, zwinker. Falls man sich denn gut versteht mit ihm. Und ich muss sagen, er ist ganz niedlich. Von daher. Muss man auch passen, dass Carmen San Diego ihre Finger nicht nach ihm ausstreckt. Die Olle. Polina Orbeez. Patabe. Burbachalif. Ispaniba Whelm. Pator. Primbo Chu. Tribna. Musst du arbeiten in 10 Stunden? Gut. Yes. Steep Charso Denoy. Floopy. Flagisi. Oh, and Fora. Jetzt beaffnet sehen. Okay. Bronnie unterhalten. Dizzy Bodner. Oh, Whoopi Gorsch. Yibsy. Wo rennt er denn jetzt hin? Geht er pennen oder was? Gut, dann gehen wir erstmal nach Hause. Roller. Jetzt haben wir ihn ja kennengelernt. Heißt, wir können uns jetzt auch mit ihm jederzeit verabreden. Die wichtigen Leute in der Nachbarschaft haben wir jetzt schon mal kennengelernt. Das bedeutet, jetzt kann unser Leben eigentlich so richtig beginnen. Mit natürlich Aufbau der Freundschaften, unserem Arbeitsleben hoch aufzuwerten.
Und so weiter und so fort. Also Langeweile wird auf jeden Fall nicht aufkommen so schnell. Man hat eher viel zu tun und viel zu viele Pläne im Kopf, was man alles tun könnte. Heieieieiei. Ja, die Haushaltshilfe war eigentlich mal wieder da. Schön für sie. So. Ich denke, wir werden vielleicht im nächsten Part ein bisschen sehen, was die gute Carmen alles so treibt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao.